Guten Tag zusammen. Ich bekomme in letzter Zeit häufig die Frage in den Kommentaren der Videos oder per E-Mail, was ist denn jetzt eigentlich mit der Bosch GTS 635/216? Wann geht es da mit Videos weiter? Ja, deswegen möchte ich dieses kleine Video mal nutzen, um erstens eine Ankündigung zu machen und zweitens euch den Stand der Dinge zu erklären. Fangen wir mit der Ankündigung an. Die Lagerbuchsentests sind durch. Ich habe angefangen mit einer kleineren Testrunde und habe die dann erweitert, habe deren Feedback eingesammelt und entsprechend verarbeitet und die Lagerbuchsen sind jetzt verkaufsfertig. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen in der Vorproduktion, um ein bisschen Lagerbestand aufzubauen, aber ich gucke mal aufs Datum, 20.11. kann es losgehen und die Lagerbuchsen werden dann offiziell verkauft. Um Missverständnisse bei den Lagerbuchsen auszuräumen und nochmal genau zu erklären, wofür die Lagerbuchsen da sind. Die Lagerbuchsen lösen nicht das Vibrationsproblem der Säge. Das Vibrationsproblem kommt höchstwahrscheinlich vom inneren Flansch durch eine Unwucht, nämlich durch einen Höhenschlag und mit der aufgebauten Schwungmasse, das Sägeblatt, erzeugt dies Vibrationen. Soweit die Theorie von wem, der das Ganze Learning by Doing mäßig sich mal angeschaut hat. Die Vibrationen beeinflussen aber andere Komponenten, wie zum Beispiel die Höhenverstellung, die Führung oder halt auch die Aufhängung der Säge, was dann wiederum über die Lagerbuchsen realisiert wird. Das heißt, wenn Vibrationen stattfinden, dann vibriert alles. Und nicht nur in einem bestimmten Drehzahlbereich, wo man die Vibration sehr stark hört, sondern auch bei der Enddrehzahl. Und das hat Auswirkungen am Ende auf Schnittbild. Das heißt, umso strammer diese Komponenten sind, die von Vibrationen beeinflusst werden, umso weniger Auswirkungen hat das am Ende aufs Schnittbild. Allerdings wird ultimativ der Schnittbild natürlich nur am besten, wenn die Vibrationen beseitigt werden. Da komme ich aber gleich zu. Die Lagerbuchsen machen die Winkelverstellung strammer und sorgen dafür, dass die Motoreinheit weniger schwanken kann, wenn Vibrationen auf die Teile einwirken. Was auf messbare Verbesserungen der Schnittqualität führt, das habe ich ja in Videos auch schon mal gezeigt. Aber dafür sind die Lagerbuchsen da und nicht dafür, die Vibrationen an der Säge zu beseitigen. Die letzte offene und für mich eigentlich wichtigste Baustelle ist dieser Flansch. Und ich habe nicht untätig rumgesessen. Klar, ich habe neue Videos gemacht und ich habe meinen Werkzeugwagen gebaut und so weiter. Aber ich habe auch nennenswerte Zeit in die Recherche von Flanschen gesteckt. Welche passen auf die Antriebswelle der Bosch? Welche haben die gleiche Sägeblattaufnahme von 30 mm und welche haben dann hoffentlich dieses Problem nicht? Da muss ich sagen, habe ich nicht so wahnsinnig viele Quellen gefunden. Am Ende habe ich jetzt aus Ersatzteilprogrammen von anderen Herstellern drei unterschiedliche Flanschen mir bestellt. Ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, ob die passen und noch weniger habe ich Ahnung, ob die das Problem beseitigen. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Was ich nebenher auch immer mal wieder schaue, wenn ich Zeit habe, ist, ob es für die Führungsprofile der Tischerweiterung, die momentan noch aus Kunststoff sind, keine Ersatzschienen in Aluminium zum Beispiel gibt. Denn das nächste Problem, was jetzt nicht die Vibration betrifft, aber ein Problem an der Säge sind, ist ja, dass die Tischerweiterung unglaublich schnell absackt. Also man muss sie eigentlich nur voll ausziehen und dann reicht das Gewicht der Erweiterung, damit der Tisch schon absackt. Und wenn man da entsprechende Aluminiumprofile finden würde und vielleicht die Führung des Auszugs etwas strammer gestaltet, dann könnte man dieses Absacken verhindern und bekommt vielleicht einen ähnlich stabilen Auszug oder eine ähnlich stabile Tischerweiterung wie bei der Bosch GTS 10XC hin. Ja, ein wenig Geduld noch, ich gebe mir Mühe. Unterstützung kann ich da immer wieder gerne brauchen. Das soll es jetzt erstmal sein zum aktuellen Stand.
Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche und frohes Schaffen. Bis dann.